Hallo und willkommen in Nara und in Let's Play von Mountain Blade Warband Floris Mods. Ja, sorry, ich habe ein Part, ja, gelöscht. Ich habe das Video gerendert und hab's so, ja, das nicht gerenderte habe ich dann gelöscht und mit dem den Aufnahmeorden. Und dann war das weg. Der Mod war einfach weg. Das Spiel, nicht der Mod. Und deshalb kann ich euch jetzt eins nicht zeigen. Ich habe hier genau das Tournament. Ich möchte kurz einfach mal schauen, was ich denn neu habe. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich alles neu habe. Vor allem einfach mal aufgestuft, sicherlich. Dann habe ich ein paar Quests gemacht zwischen Tulga und Kudan. Und habe, glaube ich, ein paar Banditen dort oben. Ja, nein, ich habe... Nein, die habe ich nicht... Also, habe ich nur gejagt, aber nicht besiegt. Ja, und sonst... habe ich, glaube ich, noch mit dem Bau... mit dem Gildenmeister geredet und so weiter. Aber es war nicht in dieser Stadt. Ja, da habe ich ihn noch nicht gefunden. Also besucht. Also, dann möchte ich kurz in die Taverne gehen. Also eben, es tut mir leid, solche Sachen können vielleicht einmal pro Jahr oder so ja, passieren. Hä? Farmer. Die kann man einfach anheuern. Der Sigmund hat die Dinge. Der Manifier hat ja, Sachen, Bücher und so. Herr Hero Sashit. Und wie viel willst du? Oh, der ist ein bisschen religiös. Ich hoffe, das tut sich nicht, wenn man jetzt das plündert oder so. Ah, 300 will er. Ja, komm, nehmen wir ihn, hey. Soll er halt wieder abhauen, wenn er meint, ich würde zu viel Sklaverei betreiben und so weiter. Oh je. Ja, genau, das sind die. Join the Ding. Change Options. Edit. Change Options. Also ich will spielen mit ihm. In the Team. Team. Im Team. Im Team. Ich möchte das rote Team haben, ja. Der Wager. Ich werde kein Wagen machen. Und die Bitte will ich eigentlich ja nicht machen. Ja. Ich mach mal anfangen. Ganz leicht. Und du kämpfst mit... Was hast du eigentlich für gute Sachen? Ja, Lanze mit... Nein, nicht Lanze mit Schild. Unhanded mit Schild. Gut. Der ist auch im roten Team. Kann auch ein Enchanted Ding haben. Ja, gut. Und ich bin auch im roten Team. Die Bitte ist höher. Okay. Nein, ich will nicht. Ja, ich will nicht automatisch. Ich möchte ein Hand und Schild. Ich möchte eine versteckte Waffe und Armor. So. Random. Ja, das ist jetzt alles wieder gut.
Ich mache jetzt einfach mal einen Test, gell? Ich habe es früher eigentlich relativ einfach gefunden, aber ich möchte nicht allzu schwer machen. Ich weiß gar nicht, beim Selbstaussuchen bin ich immer ein bisschen zu... Ja, weniger Schwierigkeitsgrad, als ich eigentlich will, also... Ja. Nerina und Skulling. Also man kann einstellen, dass die Gegner gleich gut sind. Shadow Combat Display. Ah, Show Combat Display. Show Health Bars. Der Damage von den Teammates. Ja, Awards will ich auch. Ja. Ja, komm, mach ich das auch. Ja, und dann? Ja, mache ich einfach mal nächste Runde. Ja, und es leckt erstmal. Scheiße, ich muss 9 Punkte machen. Kann ich ja mal niemals kriegen. Wenn ich schon jetzt so weit weg bin. Alle sind zu stark, also ich nicht. Toll, weißt du? Wieso haben die Pferde? Ich habe wirklich nicht angestellt. Man muss sich noch ausstellen. So was ein Unfair. Stech dich eins in den Tod, Mücke. Ja, und jetzt? Swift is cut. Erwartet vor Sir Aeron. Fierces Competitor 3. Erwartet der Drago Basler. Aber was ist mit Sir Aeron? Der ist ja nicht bei mir. Kergi Kanat. Machen wir 2 Teams im 4 Ding. Also ich möchte, dass die anderen nicht genauso möchte die alle wegmachen. Ich möchte nur ein, also Schwerter. So. Das habe ich vergessen einzustellen. Ja, es ist halt auch schwer. Genau jetzt. Fair. Ein faires Turnier. Aber für mich ein Plus. Toll, weißt du? Hä? Wieso sterben alle? Verdammt! Das ist frech! Ich mache jetzt weniger Turnier. So, continue. Wie viel bin ich jetzt? Rang 3 von 32, okay. Also manchmal ist es schon unfair, hä? Ich habe plötzlich noch ein Zweihandschwert in der Hand gehabt, oder was war da los?
Ich habe das gar nicht richtig gesehen, nicht realisiert. Du freches Teil. Es ist viel schwerer geworden, das Kampfsystem. Da habe ich das nur im Kopf. Die KI ist irgendwie ein bisschen besser. Boah, ey. Nein, die rammen einfach zu fest. Die rammen viel zu fest. Was ist das schnellste Cut? Das ist eine Frechheit, ey. So, jetzt. Ich lasse wieder die zwei kämpfen. Er hat ihn schon getötet. Komm her. Ich bin eine Pussy. Ach komm, ich bin keine Pussy. KI never better. Was hat er eigentlich gemacht? Wieso ist er umgefallen? Wegen was? Was macht denn Polo? Weißt du, der ist so mega hochlevelig. Oh, ich muss gegen Paradios wahrscheinlich. Scheiße. Jam muss. Ich werde nicht... Ach, wenn ich nicht gewinne, ich bin wenigstens froh. Darüber. Ja, ich kann ja nichts anderes machen. Ja, er gewinnt. Er gewinnt natürlich gegen Charamus. Der ist ja noch nicht so gut. Der macht immer so... Was ist denn los? Wie ist das abhängig? Ich habe jetzt extra ganz schnell besiegt. Ja, ganz schnell gemacht. Also, wisst ihr, recht lang gezogen und dann... Das ist ja der härteste Schlag. Muss auch der schnellste Schlag sein, oder? Ja, und jetzt habe ich nur noch gegen ihn, oder was? Nein. Hä, es sind doch noch mehr Leute da. Was machen die? Die sollen gegen mich kämpfen, zu zweit. Ah. Keine Fairness walten lassen. Hä, der macht die ganze Zeit die schnellsten Schläge. Ich habe gegen den gar nicht gekämpft. Hey, das ist das ist wirklich unfair. Ich werde mir das langsam richtig... Der bekommt sogar noch das Überblick. Round Say. Das ist wahrscheinlich eine Rüstung. Das sind Felle und das ist Wein. Was habe ich jetzt bekommen? Nix. Ich habe wahrscheinlich ganz viel verloren. Das ist sowas von unfair. Unglaublich. Ich habe viel Geld. Moment kurz, das muss ich jetzt vergleichen. Nachtour. So, dann mache ich den Namen eigentlich jetzt immer weg. Was will ich jetzt testen? Wie viel habe ich Geld? Ja, ich habe Geld verloren. Das ist die größte Frechheit dieses Turnier. Nur weil ich einmal verloren habe, weil ich so extremst in Unterzahl war, plötzlich. Gut. Tja, ich mache das Turnier halt nicht. Ich werde labeln. Gut. Also, Anmerkungen, wir haben hier eine Message zu Dagatuluk. Dagatuluk, was er wieder Unutz Duck Quassel. Genau. Und wir haben hier... Sessefuli, also können wir das abgeben.
Das ist auch Sisyphus. Ja, genau, das Banditenlager habe ich noch. Ja, ausgeplündert. Okay, da haben wir eine Karawane. Ist also schwer zu lesen, ey. Also schwer das Englisch. Nee, no. Dabei lerne ich doch dringendst Englisch. So wirklich dringend. Der Guide, der sagt mir, ich müsste eine Lektion pro Tag machen. Ich mache drei. Aber drei große Lektionen, also große Dinge. Also es ist recht viel, was immer. Das ist es. Dagatuluk. Okay. Da ist einer. Das ist eine Karawane, zwei Karawanen. Dagatuluk. Ja, ist eben noch da drin. Und du bist Wang Alamur. Schön, eine Taverne. Die Taverne bitte retten. Ramani the Traveler. Ah, das ist der mit Büchern. Ah, die heißen immer anders. Firenze ist es hier. Okay, gut. Der kommt einfach mit. Ja, da haben wir noch ein Schädengutes. Aber ich möchte auf jeden Fall noch Brot kaufen. Ja, okay, wir haben schon genug Brot. Wir kaufen noch mehr Brot. Das Peshmi. Was? Enemy Matros spottet näher Uhun-Kessel. Halma und Unhun. Das ist ein Swadir. Haben wir Swadir im Krieg? Ich denke schon. Also ich weiche den nur einfach aus. Also wenn sie mich angreifen wollen, dann weiß ich ja, dass ich abhauen muss. Aber ich bin noch ein bisschen langsam. Ich muss unbedingt schneller werden. Dann brauche ich eigentlich die Frau mit. Oder eine Frau mit den Schnelligkeitsattributen und Sehattribute. Also da ist ja, da ist Noyan Hugu. Kurz zu Task. Nö. Dagatuluk. Ja, a lot of Amaske. So, danke. Ja, Amaske. Aber man muss jemanden töten. Gut. Nein, es ist looted. Nein, es wurde gelootet. Ja, ja. Tun wir uns ein bisschen die Zeit vertreiben, indem wir hier ein bisschen... Es wird sehr lange dauern wahrscheinlich. Scheiße. Kann ich nicht rein. Also scheinbar sieht es aus, als würde es bald nicht mehr so sein. Okay. Ja, wisst ihr, die Dörfer darf man nicht betreten, wenn sie gelootet sind. Nein! Und es ist auch gar nicht zu geschrieben. Nein. Ich möchte doch gerne mit dem Dorfbewohner reden. Dorfältesten. Ja toll, being raided, ja. Ja gut,
Bring back runaway serfs. Ja. Mercenary payment. Vagis. Okay. Ja gut, ich habe die Quest nicht verstanden. Man muss Leute, die am Maske irgendwas geklaut haben, oder was war das? Akku, ja komm. Ich bin ein Edelmann, ich sag's, dass es fehlgeschlagen ist. Er ist nicht da, ah doch. Tja, dann hast du halt wieder minus 0. Aber fast minus. So. Tja. Gehen wir jetzt Training Camp. Oh, die haben das Ding angenommen. Hm? Nein, das ist... Oh, das. Man sieht den Unterschied gar nicht. Seht ihr den Unterschied? Schon ein bisschen, aber sehr vage, hey. Das ist Wahnsinn. Diese scheiße Überblendung, wieso haben die Leute so gerne Überblendungen? Ich gehe einfach da durch. Jetzt sind die Dinge, das sehe ich am besten. Ja, da muss ich mal zu stark. Ja, mal geh nicht nach Ulun Castle. Oder Uhun. Ah, der Uhu. Der Uhu ist dieses Castle. Ich wusste immer, der Huhu, der hat mich schon die ganze Zeit angeheult. Immer nachts kommt er vor meine Haustür und heult mich zu. Ah, Gottchen. Lootet doch auch mal die Dörfer. Ihr seid so solche Noobs. Ja, der ist nicht da. Okay, gehen wir nach Nara. Dieser Nara ist Nara. Aha. Gut. Dankeschön. Da kommen einfach mal zwei Truppen. Der Lord Rhys und der Lord Rhaegas. Hey, ihr Noobs! Wieso ist das Spiel so böse geworden durch diesen Mod? Es ist einfach nur böse, es ist Gewalt verherrlicht. Es ist einfach noobig. Der Mod ist irgendwie ein bisschen noobig. Also, man sieht zum Beispiel einfach, sie haben einfach alles erhöht. Die Aggression auf mich. Die Wichtigkeit von mir und alles mögliche. Die Gegner gehen immer nur auf mich und so weiter. Das ist sowas von nervig. Wieso denn? Der Mod war doch viel besser damals. Ah, hatte ich einen Spaß. Das war schon schwer. Ja, das war auch dazu mal schon schwer, vor 2 oder 3 Jahren. Aber dann, ja, hab's auch gemerkt, der Mod ist halt einfach nicht gut genug. Ich würde es ja gerne, ja, ich könnte schon einen Pluspunkt geben, natürlich. Weil der Mod also eine richtig gute Atmosphäre hat und so weiter. Aber eben, das wird wegen der Grafik runtergemacht, das wird wegen der Aggressivität runtergemacht, wegen dem Emlich-Zeugs und weil ich einfach das Spiel auch nicht so verstehe. Aber eben, das ist jetzt nur ein Ersteindruck, also ich habe den Mod ja noch zu wenig gespielt. Ja, ja, halt doch die Fresse. Muss ich jetzt wirklich so viel Brot kaufen immer? Nein. Gut. Einheiten sind wahrscheinlich nicht Brote. Sondern ein Stück von einem Brot, oder was? Ich habe nichts verloren. Das ist eine neue Frau. Okay. Ich werde jetzt nach Tulga gehen. Ja, wir haben noch genug zu... Ah! Scheiße.
ja. Weißt du, Frechheit hoch 5. Das ist eine höchste Frechheit. Die Leute... Ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel. So, ich habe keinen Bock mehr auf den Ding. Ich werde... Okay. Ich werde den Nords beitreten. Ich will wirklich mal Nords spielen. Ich werde den Nords beitreten und zwar dir anhören wegen den Pferden oder so. Das soll ich wieder Rodok nehmen. Das ist mir einfach zu blöde. Nein, es ist mir zu blöde. Was hat keine Kriege? Haben Krieg gegen Vergi, haben Krieg gegen Sassaniten, haben Krieg gegen Swadien. Ich habe nie Chance. Ich habe alle Einheiten verloren. Alles Mögliche. Die haben sogar meine Leute nicht gefangen genommen, sondern sie haben sie abgeschlachtet. Ja, sie haben sie abgeschlachtet. In der eigenen Truppen haben sie es auch nicht. Also gut, ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe ohne Speichern beenden und werde im nächsten Part... Ich werde mal kurz eine Pause machen. Nein, es regt mich auf. Ich werde jetzt wieder ein bisschen mein normales Warband aufnehmen. Und werde es probieren mit den Nords, gell? Aber ich werde wahrscheinlich keine Chance haben, wenn ich Nords... Also, ich werde immer wieder angegriffen. Und so weiter, weil ich zu langsam bin. Muss ich denn mit Swadien kämpfen, oder was? Sonst haben ja alle keine berittenen Kämpfe. Ey. Genau, ich werde Nord und hole mir nur immer Swadier. Und trete den Swadien, trete den Nords lange nicht bei. Genau, so mache ich das. Ja, aber dann habe ich kein Dorf, nichts. Ja, okay, ist auch besser. Ja, tut mir ein bisschen aufhalten, bitte, gell? Schreibt mal, was ich tun soll. Das ist wirklich blöde. Der Mod gefällt mir einfach gar nicht mehr so. Der war früher viel besser. Also vieles... Ja, die Tavernen sind auch voll und man kann nicht sich so richtig zurechtfinden. Diese mega often Einblendungen sind kacke. Was soll ich denn machen? Soll ich jetzt wirklich einen anderen Mod let's playen? Welchen Mod würdet ihr mir vorschlagen? Außer jetzt zum Beispiel der Herr der Ringe Mod, den ich ein bisschen angezockt habe, aber leider nicht so gut finde. Ich möchte halt einfach irgendwas... Ich werde wahrscheinlich doch Warhammer let's playen. Call of Warhammer, wie der heißt. Oder eines der guten Mods aus Steam. Ich werde mal gucken, gell? Aber dankeschön fürs Schauen. Ich reg mich jetzt einfach ein bisschen noch auf, aber ja. Eben, wenn man sich nervt, wenn man sich einfach nicht im Spiel richtig anpassen kann. Das ist ein Spiel, das ist jetzt ein Mod, der einfach für Vollprofis ist. Und ich bin kein Vollprofi, natürlich. Und ich bin ein Rollenspieler. Ich mache mir Schwächen. Aber wenn das Spiel die Schwächen ausnutzt von einem Spieler und ich überhaupt kein Rollenspiel mehr machen kann, dann ist fertig bei mir. Ich werde es nochmal versuchen, klar. Aber bitte nervt euch nicht, wenn ihr... Ja, seht, dass ich nicht mehr will, gell? Dankeschön und tschüss.